Moin Moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild hier bei Because Gaming is Fun zusammen mit Krischi. Moin Moin und Sascha. Hallo. Und ja, wir sind hier bei den bei der Nordmine unterwegs. Und schauen mal, was uns hier oben erwartet. Richtig. Ich komme nicht raus, das ist schon mal gut. Das kriegen wir wohl hin. Ich weiß nicht, ob ich das so einfach sprengen kann. Boah. Nö. Dann musst du mit der Kanone drauf schießen, nehme ich an. Da ist ja ein Mädel da drin. Hm? Kann man dir darüber reden? Hm, ja. Auf die Idee hätten wir mal kommen können, ne? Ja, trotzdem wird es nicht ganz so einfach. Nee. Man muss ja halt während der Fahrt schlagen und dann detonieren. Boah, zählt. Hitbox ist groß genug. Easy boy. Was geht mit dir? Okay, von der kriegen wir wohl ein Feuerschild oder so. Ja. Oh weh, oh weh. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Oh weh, oh weh, oh weh. Hm? Ja, ein fieses Monster. Rettet mich, ich will nicht sterben. Oh? Vielleicht auch noch ein Kleinkind. Na. Gohon, Junge. Das ist ja ein Hylianer. Hast du etwa den Fels zerbrochen und mich gerettet? Vielen, vielen Dank. Was machst du denn an einem Ort wie diesen? Ich suche Yonobo. Oh, so ist das. Der Chef hat dich gebeten, mich zu suchen. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich bin so froh, dass du hier bist. Yonobo, das bin ich. Also eigentlich bin ich Yuno, aber so nennt mich keiner. Ich wollte hier das Schmerzmittel für den Chef holen. Da kamen Lavabrocken runter und haben den Eingang versperrt. Sag mal, wie hast du denn diesen Felsen zerstört? Kanonen vom Chef. Mit den Kanonen vom Chef? Die sind doch so schwer zu bedienen, dass außer dem Chef das niemand hinkriegt. Ah, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Der Chef braucht dringend sein Schmerzmittel. Mhm. Tut mir leid, aber ich muss los. Komm doch später auch mal beim Chef vorbei. Ich bin sicher, er will dir danken. Also dann, bis später. Oh, hat er Hause. They see me rolling. Ja, du kannst mich mal die Truhe, habe ich da drin gesehen. Die Truhen, natürlich. Wow. Ja, den Steinspalter wollte ich auf jeden Fall einsammeln. 10 Eispfeile nochmal. Good. Und einen violetten Rubin. Nehmen wir auch. Das würde mich noch einmal kurz interessieren. Wir haben ja mittlerweile 56 davon. Ja. Das geht aber nicht. In alten Zelda-Teilen konnte man, wenn man Wasser oder Eis auf Lava gebracht hat, Plattform erzeugen. Okay, geil. Das interessiert mich jetzt gerade nicht so sehr. Das auch nicht. Willst du nicht wenigstens einmal looten noch? Zu. Ich weiß nicht, dann haben wir hier alles geklärt. Schieß nicht mal ihre Mates ab. Hehe. Noch
Kraterbogen. Hurra! Ja. Ja, gut. Komm ich denn da jetzt hoch? Das war designtechnisch aber nicht so durchdacht vom. Ah. Auch geil, dann kannst du die größten Felswände hochklettern, aber wehe, du willst mal so ein Ding hochklettern, ey. Hier weg, ey. Ja. So, und irgend so ein Magma-Rock, das muss hier ja irgendwo sein. Ja. Beim Darunia-See. Da kann man aber nicht stehen. Na, gucken wir mal. Das wäre noch, als ich gedacht habe. Ja. Gott damit. Easy going. Ja, da habe ich mir nicht fast gedacht. Wir darüber gesprochen haben, Mignon. Mach mal ein Foto. Gib mich mal mit deinem scheiß Foto. Doch. Nein. Ein schöner Magma-Rock. Okay, einfacher Hit. Ne, du musst deinen Dings umtreffen. Ach du Scheiße, warte mal. Genau. Ja, gut, was also das Einfachste ist eigentlich, genau, wenn er runter geht, hochlaufen und draufhauen. Natürlich niemand bei der Dado-Card geguckt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Zugegebenermaßen hat gegen den ersten gekämpft, also soweit war halt lange noch nicht. Genau. Also man sollte vielleicht auch mal eine Waffe nehmen, die Wumms hat. Früher hatte die Eiswanze mehr Schaden gemacht, ne? Ja. Nee, aber genau. Da war die Aufladung zu Ende. Oh! Ach schon. Das ist ja gut, warte mal eine Sekunde. Warum schießt du den immer da an? Damit er seinen Ace-Dingskirchen verliert und auch hinfällt. Übertreib halt. Ach komm, als ob ich die. Nee, du darfst mal wieder abtauen. Ja. Das ist mir schon sehr hart. Und zack, in die Fresse. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Okay, ja, fast. Okay! What? Hast du dich versehentlich abgeschossen schon? Nee. Okay. Ja. Du sollst mal cool bleiben, Bro. Da komm ich doch jetzt nicht so schnell hin. Ja, das wird gut. Okay, das kann ich nicht.
Ja, okay, 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 okay. Chill. Dude. Wo haben wir denn jetzt mal hier? Schieß doch einfach wirklich einen Bombenpfeil und dann ist gut. Warum? Wegen der Hitze, der Bombenpfeil explodiert sofort. Das könnte sein, ja. Doch. Jetzt war's. Schön. Heiß, heiß. Siehst du, selbst wenn ich auf ihn auflaufe, kriege ich noch Feuerschaden. Warum nur Opale? Gib mir was Besseres. Ja, mehr als ein Rhodonit. Ich habe noch eine Bombe von mir. Wann habe ich eine Bombe geworfen? Ganz am Anfang. Ja, gut. Ja, der war natürlich easy going. Ja. Konnte gar nichts, der Typ. Überhaupt nicht. Ich hab auch irgendwo ein Schrein versteckt, das könnte ich mir vorstellen. Ne? Wollen wir uns noch weiter umgucken kurz? Ja, ja. Weil dann muss man den Weg nicht nochmal hierher laufen. Ja, auch schon witzig aus da hinten. Ja, das ist wieder der Feuerdrache. Ja. Willst du mal besuchen gehen? Nö, viel zu weit weg. Da hinten ist noch der Dunkelwald dazwischen. Ach lol, okay. Ach komm, geh mir doch mal einen Keks, ich lass. Ups. Das war zu lang gesprintet. Es würde mich wundern, wenn hier kein Schrein irgendwo ist. Einmal umgucken ist eine gute Idee. Irgendwie nicht. Dann können wir dahin zum Damansee. Das ist auch noch interessant. Ach komm, wenn wir jetzt schon mal hier auf der Ecke sind, dann gehen wir gleich weiter da längs. Ja, wird schon wieder gut laufen.
schlecht. Und ein starker Exalt-Schild. Oder ein Stahl. Stahl-Exalt-Schild, auch gut. Joa, für eine Einhänderwaffe? Nehmen wir, ne? Mit dem neuen Ding. Ja. Den Schild, willst du nicht? Nö. Vielleicht ist er ja gut. Ich glaube jetzt. Ja, okay. Aber ein paar mehr, ein paar bessere. Doch, mach mal Blobs. Ja. Vielleicht richte ich doch mal um. Ja, der Titan ist noch ganz schön böse, glaube ich, ne? So ohne Vorbereitung. Ohne dass die KI den triggert. Ich denke auch. Jo, Broski, come with me. Ja, den Weg kann ich auch nicht wirklich fliegen. Nee. Und ich denke, da müssen wir aber wieder hin. Das glaube ich nicht. Meinst nicht? Also in die Stadt müssen wir wieder hin, ja. Aber da, wo wir jetzt gerade waren, ne, glaube ich nicht. Da war so ein schönes Plateau mit Blick auf den Typen. Aber wenn man die Stadt hochgeht, war eine direkte Brücke zur Richtung Todesberg. Das ist ja Quatsch. Nee. Abwegig. Die verbrennt. Ach so. Jo, Broski. Oh, der Reisende. Yonobo hat erzählt, dass du ihm geholfen hast. Hier, als Belohnung. Liana wie du können sowas doch gebrauchen, oder? Brandschutzmedizin. So, das Schmerzmittel schlägt an. Zeit, dass wir uns mit Yonobo treffen. Ich will ja Daru gegenüber nicht respektlos sein, aber wenn wir Rudania nicht keine Abreibung verpassen... Daruk? Jetzt sag nicht, dass du Daruk nicht kennst. Den Recken der Goronen. Siehst du den Berg da? Das ist Daruk. Muss uns ein paar Goronen fratzen. Ja. Oh, remember. Ja. Der Goronen. Mit so einem Titel hat man einen Ruf zu verlieren. Die anderen drei sind echt gut. Um mitzuhalten, muss ich diesen Titan wie im Schlaf beherrschen. Ein prächtiger Anblick, oder etwa nicht? Die zackigen Felsen auf diesem Bergkamm. Wunderbar knusprig sind die. Ich habe keine Ahnung, was es mit dieser Verheerung Ganon auf sich hat. Aber dieses schöne Land... werden wir uns nicht kampflos abnehmen lassen. Oder, Bruder? Ach ja, du wurdest als Leibwächter der Prinzessin ausgewählt, oder? Und das vom König selbst. Musst ja mächtig Eindruck gemacht haben. Glückwunsch. Aber diese Prinzessin, besonders entspannt ist die ja nicht. Etwas biestig sogar. Besonders in deiner Nähe. Was ist? Hier?
das hätte ins Auge gehen können. Wirklich seltsam. Der Todesberg ist seit Ewigkeiten nicht mehr ausgebrochen. Und jetzt rumpelt die Erde hier so stark, dass einem Felsen um die Ohren fliegen. Das ist nicht gut. Und Yonobo, weißt du, er ist ein Nachfolger von diesem Daruk. Daran liegt es wohl auch, dass ein kleines Kerlchen wie Yonobo sogar Daruks Schirm einsetzen kann. Dadurch wird er unkaputtbar und dann schießen wir ihn auf Rudania, um den Titan zu vertreiben. Normale Kanonenkugeln machen dem nämlich nichts aus, weißt du? So, genug der Vorrede. Zeit, Rudania den Marsch zu blasen. Oh! No, au, au, au. Alles in Ordnung? Oh, ob alles in Ordnung ist, will er wissen. Gar nichts ist in Ordnung, sieht man doch. Au, au, au. Heute gehe ich wohl nirgendwo mehr hin. Will ja keine Umstände machen, aber könntest du Yonobo ausrichten, dass ich heute absagen muss? Er sollte auf der Brücke von Eldin sein. Alles klar. Izi. Tja, sind wir bereit? Noch immer. Die Goronenbrücke. Ohne Damage zu bekommen. Nett. Du hast eine heiße Quelle. Ja. Auch nicht verkehrt. Du bist außer Betrieb, würde ich behaupten. Ja, oder du kannst sie mit Magnetismus. Ja, das ist genau das. Genau. Oh. Autofix. Ja. To Infinity and Beyond. Du musst ein bisschen nachschieben. Oh. Eis, 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 Eis. Oh, yeah. Sehr heiß. Critical Hit. Der Darker-Kar-Schrein. Und diesen Schrein wird Krischi in der nächsten Folge erledigen. Liebe Leute, ich danke euch für euch fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Haut rein. Bis die Tage. Ciao. Tschüss.